Willkommen zur Rückrunde der Qualifikation zur Dominion-Meisterschaft. Hier wieder gegen Mr. Anderson. Weißt du, was wir haben? Wir haben hier Kapelle und Hexe, aber wir haben auch Kapelle mit Ritter. Naja, wie auch immer, wir werden auf jeden Fall Kapelle Silber öffnen. Dann ist die Frage, ob wir auf Ritter gehen oder nicht. Jetzt hoffen wir, dass er keinen 5-2 hat. Nein, hat er nicht. Meine Kapelle verpasst den Shuffle nicht, das ist schon mal gut. Und zwei Anwesen kann ich auch mit entsorgen. Jetzt die Frage, was möchte ich haben? Ich glaube, ich möchte Ritter. Ratten. Und der Molly ist super gut. Ich nehme mir ein Silber. Und nehme mir den Molly. Die Hexe entsorgt gleich wieder, das ist sehr schön. Schon wieder die Hexe erwischt, aber er kann das Silber entsorgen. Und jetzt nehme ich auch die Hexe. Laboratorium. So viele Ratten. Mehr Laboratorien. Ich gehe schon auf Provinzen jetzt. Dass er immer noch Karten zum Entsorgen hat. Ja gut, hier ein Fluch. Laboratorium machen wir vorm Schaffen auf jeden Fall.
Nochmal ein Silber. Eine Provinz hier. Sieht ganz gut aus. Ja, ich spiele es. Vielleicht erwische ich ein Herzogtum und das habe ich, habe den Silber mitgetroffen. Zwei Herzogtümer hier. Ich werde es trotzdem probieren. Schon wieder nur vier. Unglaublich. Unglaublich, jetzt habe ich so ein Pech. Das Anwesen hilft mir nicht. Ich kaufe mir ein Silber. Hier habe ich die Provinz. Puh, hat nochmal Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob. Also, seine Ratten waren eine gute Verteidigung. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Futter hat für Ratten, dass er. Dass sich das lohnen würde. Die Dame Natalie hat mir geholfen, mir viel Silber zu geben. Was in dem dünnen Deck hier natürlich sehr nützlich war. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, war ein enges Spiel. Hätte so oder so ausgehen können. So, bis zum nächsten Spiel. Bis gleich. So, willkommen zum zweiten Spiel. Es gibt einzigster Entsorger ist der Metzger oder der Fleischer oder wie er auf Deutsch heißt. Der Gouverneur ist hier. Gegen Gouverneur ist Gesandter Big Money ziemlich gut. Ich eröffne, glaube ich, Gesandter Silber. Gehe auf Gold hier und ich habe wieder den Gesandten in der Hand, sehr schön. Und weiteres Gold. Oh, ist super Glück hier mit dem Gesandten. Weiteres Gold. Provinz. Jetzt höre ich meinen zweiten Gesandten.
Weiteres Gold. Ein weiteres Gold. Ja, okay. Oh. Ups. Poor House habe ich nicht gesehen. So läuft sehr gut. Das ganze Silber kann ich sehr gut gebrauchen für meinen Gesandten. Es gibt die nächste Provinz. Es gibt die nächste Provinz. Ich muss ja Karten ziehen, ja. Herzogtum habe ich schon mal sicher, jetzt habe ich die Provinz auch sicher. Nö. Reicht genau. Ja, Gesandter Big Money ist gegen Gouverneur sehr gut, weil man so viel Silber bekommt und so, dass jede Gesandte Spiel fast eine Provinz garantiert. Und ohne Entsorger ist hier Gouverneur einfach viel zu langsam, finde ich. Okay, bis zum nächsten Spiel. So, was haben wir hier? Wir haben kein Dorf. Wieder mal. Ich glaube, das gibt hier schon wieder Fleischer, wie auch immer, Metzger, wie Big Money. Die Frage ist, möchte ich den Geldverleiher? Ich möchte auf jeden Fall ein Silber. Das nehme ich mir jetzt auch. Ich glaube, ich möchte den Geldverleiher haben. So, jetzt habe ich drei Terminals, das sollte erstmal für eine Weile reichen. Glaube, ich spiele den Butcher hier.
Gold. Möchte ich Nekropolis verhalten? Nee, ich glaube nicht. Und wieder ein Gold. Weiteres Gold. Oh, er hat schon die zweite Provinz. Für mich ist es die erste jetzt. Oh. Rebel Big Money mit. Ich hole mir hier ein Herzogtum. Ich tue jetzt hier ein Geldverleiher entsorgen für eine Provinz. Und Silber. Oh, das Anwesen wäre besser gewesen, ne? Nur ein Anwesen, das ist gut. Das war Glück. Das war wirklich Glück. Rebel Big Money mit Falschgeld. Heißt Falschgeld? Mit Counterfeit. Sollte eigentlich doch ziemlich gut sein, aber ich hatte doch dann Glück am Schluss gehabt, da die Provinz zu haben, wo er nur ein Anwesen hatte. Wenn er ein Herzogtum getroffen hätte, dann wäre das ganz anders ausgesehen. Das war es dann schon wieder. 3 zu 0. Schon wieder. Glück gehabt. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche zu dem nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.